In Frankreich ist der Teufel los. Streiks legen das ganze Land lahm. Die Schulen waren bestreikt, die Verkehrsbetriebe nicht rollt mehr. Sogar die Energiekonzerne drosseln die Produktion. Demonstrationen an 200 Orten. 11.000 Sicherheitskräfte seien eingesetzt. 4.000 allein in Paris. Alles war in der Rentenreform. Naja, wenn sich die Macron einbildet, das Renteneintrittsalter drastisch zu erhöhen. Von 62 auf 64. Aber sonst bricht das System zusammen, sagt Macron. Naja, da ist es ein ganz guter Plan. Bloß ein klitzekleinen Schönheitsfehler. Deshalb protestieren sie. Und was soll das für ein Fehler sein? Naja, der Macron hat sich einfach das falsche Land ausgesucht. Hätte er mal in Deutschland die Rente mit 64 einführen sollen. Da hätte man gefeiert. Das wären ja 3 Jahre eher in Deutschland. Stattdessen wollen sie bei uns die Rente mit 70. Na sollen sie mal kommen, die Brüder. Das wird Proteste geben. Da steht Deutschland auf. Da war gut. In Deutschland würde sich vielleicht eine Widerstandsfront von 300 oder 400 Leuten formieren. Der Rast würde maximal an Protestflunsch ziehen. Naja, festkleben wird sich keiner für die Rente. Apropos kleben, 2 Klimakleber und ihren Gerichtsprozess geschwänzt. Vielleicht mussten sie irgendwo dringlich das Klima retten. Mussten sie? In Bali? Bali, Bad Liebenwerda? Nee, im richtigen Bali. Am Badestrande. In Bali? Das ist doch weit weg. Wie kommen denn die da hin? Vielleicht nachhaltig? Mit dem Segelboot? Nee, nachhaltig mit dem Ferienflieger. 150.000 Liter Kerosin verfeuert so eine Hütte. Bist du hier? So eine Doppelmoral! Was soll denn da unsere Friday for Future Königin, Luisa Neubauer, da dazu? Die ist ja das große Vorbild, mit ihren 23 schon für die Umwelt um die halbe Umwelt gechattet. Hat inzwischen auch schon den Kampfnamen Langstrecken-Luisa errungen. Hör mir auf, Themenwechsel! Scholz ist in Brasilien beim Lula abgeblitzt. Brasilien bleibt neutral, liefert keine Munition für deutsche Panzer. Lalelu, Lula liefert nicht dazu. Und da guckt der Olaf traurig, drum wein auch du. Auch Ungarn und Österreich liefern keine Waffen. Da dabei ist der Leopard ein Friedenspanzer. Hier, liefert ein Glas Bier an die Front, ohne irgendwas zu verschweppern. Wieder, wenn's ums Bier geht, bist du dicke da. Apropos dicke. Bei Bitterfeld wollen sie jetzt eine dicke Pulverfabrik bauen. Das ist doch gut so. So ein bisschen Pulver könnte Sachsen gut gebrauchen zu Zeiten der Inflation. Quatsch du. Keine Gelddruckerei. Eine Schießpulverfabrik. 7 bis 800 Millionen soll sie kosten. Rheinmetall will das machen. Aber bloß, wenn der Staat kräftig investiert, die Fachleute ausbildet, langfristige Verträge abschließt und die Aktionäre dann noch den Gewinn einstreichen dürfen. Na, das könnte gut passieren, denn der Bundeswehr fehlt Munition für 20 bis 30 Milliarden Euro. Da kann man denn
wortwörtlich von Verpulvern sprechen. Also doch eine Art Gelddruckerei, hab ich doch gesagt. Wie immer hat sie recht.